Hi zusammen, hier ist wieder Selina und herzlich willkommen zum Azubi Takeover. Heute stelle ich euch keinen üblichen Ausbildungsberuf vor, sondern eine Weiterbildung, bei der wir euch gerne unterstützen wollen. Und zwar geht es heute um den Betriebswirt oder um die Betriebswirtin. Einige Vorteile des Betriebswirts sind zum Beispiel ein nationaler und ein internationaler anerkannter Studienabschluss, ein Betriebswirt halt als VWA oder als Bachelor of Arts, eine kurze Studiendauer von 7 Semestern, eine hohe Lerneffizienz durch kurze Studiengänge und es gibt noch viele weitere Vorteile, die ihr euch gerne auf unserer Seite anschauen könnt. Nochmal kurz zur Erklärung, was ein Betriebswirt VWA oder BA ist. Betriebswirt VWA ist ein Abschluss im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung, der von Verwaltungs- oder Wirtschaftsakademien vergeben wird. Bei diesem Abschluss handelt es sich nicht um einen staatlich anerkannten akademischen Grad der Hochschulgesetze, sondern um ein berufliches Fortbildungszeugnis. Bei der Abschlussbezeichnung Betriebswirt BA handelt es sich um einen staatlichen Bachelorabschluss, den Sie an einer Berufsakademie BA erwerben. Dies geschieht im Rahmen einer dualen Ausbildung. Sie studieren also einerseits Betriebswirtschaftslehre an der BA und absolvieren auf der anderen Seite eine Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!